So Leute, weiter geht's mit der vierten Folge von der Pack Road to Glory. Ja, wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich ein paar Sachen verkauft. Ich glaube, ich habe die alle schon gelöscht, oder? Lädt hier ganz schön lange. Ja, ich habe alles schon gelöscht. Hab aber 10.900 Münzen, das heißt, ich habe jetzt wieder plus minus null circa bisschen Gewinn gemacht. Und ja, 5 Packs ziehen wir mal wieder. Und ein paar Leute haben mir und also in die Kommentare geschrieben, dass man die Sachen auch behalten kann, also die Wappen und die Trikots und so. Und hier haben wir jetzt meine Mannschaftsfitnesskarte, die ist auf jeden Fall ja so 1800 wert, so circa. Deswegen, die stellen wir auch einfach mal rein und somit haben wir das Geld für die nächsten Packs schon alle drin. Ja, die packen wir alle zum Verein, die Verträge. Und ja, sie meinten eigentlich auch alle, dass die Bälle, also die beiden hier, werde ich mal gleich mal probieren, dass die auch weggehen. Also, ja, wir versuchen es einfach mal. Ich soll die erstmal anbieten. Nach 4, 5 Mal gehen die dann immer so weg. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, schauen wir mal weiter. Das erste Pack war jetzt eigentlich sensationell. Und ja, die Web-App ist heute mal wieder ganz schön langsam. Und wir überspringen das Ganze mal, damit es nicht so lange dauert. Jetzt hier eine bessere Fitnesskarte. Die geht auf jeden Fall auch weg. Hier ein Spieler, der wird wahrscheinlich auch weggehen. Das ist ja ein Silberspieler. Und ich kriege immer Sachen von Jahn Regensburg. Wir bieten die Sachen einfach mal an. Wie gesagt, die Verträge packe ich in den Verein. Und ach komm, das bieten wir auch einfach mal an. Mal schauen, vielleicht geht es ja weg. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Pack. Jetzt sind wir schon in der Mitte mit Messi auf dem Cover. Vielleicht bringt er uns ja jetzt noch mal eine Mannschaftsfitnesskarte. Leider, leider nicht. Aber hier sind ein 64er. Der sieht recht in Ordnung aus. Aber der sonstige Kack, den ich hier in dem Pack habe, kann ich eigentlich entfernen. Denn Wappen und so, ich glaube nicht, dass die weggehen. Ich lege die einfach ab und warte auf ein paar gute Spieler oder auf ja, Mannschaftsfitnesskarten, normale Fitnesskarten, seltene Bronzeverträge, die sind auch weggegangen alle. Und hier haben wir jetzt eine Mannschaftsmoralkarte und 100 Münzen und ja. Hier noch ein Ball war da auch noch. Also heute sind die Packs oder in dieser Folge sagen wir mal, sind die Packs schon sehr gut. Also ich mache auf jeden Fall Gewinn jetzt. Den Ball löse ich ein, nicht löse ich ein, sondern biete ich an. Komm, wir versuchen es einfach mal hier schnelle Auktion. Und den machen wir zum Verein und den Rest stoßen wir ab. Das war jetzt das fünfte Pack, oder Leute? Ich bin mir nicht sicher. Warte, mit 10.900 bin ich gestartet. Eins kostet 400, sind 2.000. Ach komm, wir ziehen einfach noch eins. Wenn nicht, dann habe ich sechs gezogen. Ist mir auch Schnuppe, jetzt überspringen wir. Und da haben wir nur Mist drin. Hier haben wir jetzt eins mit 72 Tempo. Ein Brasilianer 41212. Vielleicht geht der sogar weg. Ach komm, wir bieten dieses Schrottsachen einfach auch alle mal an. Die packen wir zum Verein. Und schon wieder Jan Regensburg hier. Das bieten wir auch mal an. Vielleicht ist ja irgendjemand Fan von Jan Regensburg. Das Trikot sieht scheiße aus. Aber es ist selten. Deswegen bieten wir das auch mal an. Und den Rest packen wir ab. Ja, das war jetzt wieder eine Folge. 4 Minuten wieder. Ja, Leute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann zur fünften Folge. Bis dann. Ciao, ciao.